13.15 Uhr. Herzlich willkommen zurück nach der Mittagspause. Ich hoffe, ihr hattet bis hierher schon bereichernde Kontakte und Impulse beim DigiCamp gesammelt. Ich habe gerade mit Winfried schon gesprochen. Bei mir ist es ein ultravoller Vormittag geworden, da aber so viel Wunderbares geklappt hat. Von daher bin ich ganz glücklich und ich freue mich, dass ihr auch entschieden habt, wieder einzusteigen nach dem Essen. Schön, dass ihr wieder da seid. Welcome back in diesem virtuellen Studio hier in der Coworking-Zone im IT-Campus. Und ein herzlich willkommen zurück möchte ich auch dem Winfried Felser zurufen. Er war schon mehrfach bei uns. Ich kenne den Winfried seit vielen Jahren. Da hat er mich mal noch vor Pandemie zu einer Veranstaltung in Köln eingeladen. Aus dem Nichts hat er mir zugerufen, ich möchte, dass du auf meine Veranstaltung nach Köln kommst. Da war dann irgendwann ein Virus dagegen, dass wir uns in Köln persönlich kennengelernt haben. Aber seit der Zeit haben wir ganz viele intensive Kontakte, vor allem über LinkedIn. Und ich habe seine Vernetzungsenergie in besonderer Weise wahrnehmen können. Und ich habe ihn überzeugen können, dass er bereits am Co-Creation Camp im Herbst und beim DigiCamp im März mit dabei war. Deswegen ein herzliches Willkommen an den Winfried Felser. Schön, dass du wieder da bist. Ja, vielen Dank, Christian. Und auch vielen Dank ans Auditorium, die sich dann für dieses Thema trotz seiner exotischen Titelwahl interessieren. Genau, und zu diesem Thema kann man sagen, dass der Winfried Felser einer derjenigen war, wo ich außerhalb unserer Organisation davon sprach, dass jemand von Plattformökonomie und Ökosystemen spricht. Für uns ist das jetzt seit ein paar Jahren Thema. Und wir haben nach dem interessanten Dialogen mit Wolf Lotter zum Thema Unterschiede und der Bedeutung von Diversität gesagt, wir machen dem Winfried eine größere Bühne und er kriegt eine Speech 20 Minuten, wo er sagt, was er glaubt, was diese Plattformökonomie für die Genossenschaft DATEV sein kann. Und das machen wir heute mit Winfried allein und morgen gibt es die Gelegenheit, dass Jutta Rösner den Einstieg macht mit der Plattformökonomie-Idee der DATEV und Winfried dann mit ihr in den Dialog dazu geht. Das heißt, wir haben ein Package heute, Winfried, der uns sagt, dass die DATEV eine neue Hoffnung ist. Was kann es Schöneres geben, wie einen Impulsgeber einzuladen, der uns zum Hoffnungsstern macht. Vielen Dank, Winfried, dass du da bist. Ich freue mich auf deinen Impuls, deine Bühne. Ja, super. Also ich werde heute von Plattformen weniger sprechen, aber implizit schon, weil für mich ist Ökosystemökonomie und Plattformökonomie sind letztendlich Zwillinge. Das eine ist halt eher der digitale Zwilling, das andere ist der organisatorische. Ich würde auch sagen, weil ich immer zu Nebensätzen und Anekdoten reiche, gehe ich direkt auch in die Folien und auch in die erste Folie. Und die erste Folie wird der ein oder andere schon kennen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass die Technik klappt. Auf die Gliederung nur ganz kurz. Ich werde kurz sagen, warum eine Welt in der Krise neue Hoffnungen braucht und Hoffnungsnarrative und warum ich eigentlich so froh bin, dass für mich DATEV tatsächlich eine solche Hoffnung und Option darstellt. Dann werde ich zurückblicken auf tatsächlich die letzten zwei Vorträge, aber nur ganz kurz, um nach vorne zu gucken und zu sagen eigentlich, warum wir für diese neue Hoffnung auch ein neues Warum letztendlich denken sollte und gehe dann nochmal auf zwei Praxiserfahrungen ein. Ganz kurz, ich beginne mit der wunderbaren Botschaft von Christian, der heute Morgen gesagt hat, es wird nie mehr so gemütlich, wie es ist und auch lange Zeit war, muss man sagen. Also ich denke jetzt schon als alter weißer Mann manchmal an meine Jugend zurück und sage, wie wunderbar die doch eigentlich war. Wobei wir hatten natürlich auch Nachrüstungskonflikte und ähnliche Dinge. Aber hier ist jetzt eigentlich nur die Dramatik aufgezeigt, nur in Anführungszeichen die Dramatik, dass letztendlich die Technologie sich massiv gewandelt hat und insbesondere die Zyklen der Verbreitung immer kürzer werden. Das ist natürlich schon eine dramatische Aussage, insbesondere für einen Softwareanbieter und Cloud-Anbieter. Das kann man aber, wenn man es davon im größeren Rahmen sieht, noch erweitern. Und dafür ist immer der Thomas Sattelberger ganz gut. Und der Thomas Sattelberger sagt auch, es wird nie mehr so gemütlich, wie es ist und war lange Zeit. Und sein Bild bezieht sich halt letztendlich nicht nur auf das Thema einfach Beschleunigung durch Technologie, sondern er sagt, wir kommen eigentlich von der lang beschriebenen VUCA-Welt in so eine Barney-Welt, da sage ich gleich nochmal was zu. Aber grundsätzlich muss man sagen, nicht nur Technologie beschleunigt sich, und zwar nicht nur digitale Technologie und damit haben wir so ein bisschen das Ende der Industriegesellschaft. Es stirbt auch der Verbrenner im Vergleich zum Elektromotor.
es kommt zu dieser ökonomischen Transformation in Richtung Ökonomie der Plattformen und Ökosysteme. Davon bin ich überzeugt, wo man sich dann fragen muss, dafür ist hier dieser Sattelberger, da ist der Thomas Sattelberg, glaube ich, auch ein bisschen stolz drauf, wo man dann positioniert ist als Deutschland im Sandwich zwischen dem digitalen Haus USA und früherem Maschinenhaus China, muss man sagen, ist heute nicht mehr. China ist heute sehr innovativ. Und dann hat man so kleine Probleme wie Fluchtwellen, Demografie, Einkommensschere und dann Klimawandel. So, und als ob das nicht genügend ist, kommen wir jetzt von VUCA zu Barney und haben jetzt so Dinge wie exponentielle Viren. Wir alle haben gelernt nochmal, was exponentiell ist, mit globalen Shutdowns und warten, wenn wir Karl Lauterbach lauschen, nur auf die nächste Pandemie. Und das auch nicht als alleinige Herausforderung, jetzt gleichzeitig Ukraine-Krieg, Gasengpässe, wo wir nicht wissen, werden nächste Pandemien oder Gasengpässe zu Pleitewellen führen, was hat das für ökonomische Folgen und Ähnliches, bis hin zu dem Begriff, den auch der Thomas ganz gerne benutzt, hin zu einer Broken Society. Ja, und dann ist VUCA eigentlich noch harmlos gewesen, also VUCA bezeichnet halt Themen, die rund um die Komplexität entstehen, Volatilität, Unsicherheit und Ambiguität. Und Barney ist dann noch zerbrechlich, brittle, anxious, ängstlich, non-linear und am Ende irgendwie auch nicht mehr verständlich. So, damit könnte ich jetzt mit so einer apokalyptischen Sicht diesen Vortrag beenden. Das wäre, glaube ich, aber kein schönes Ende. Und tatsächlich bin ich, auch weil ich Menschen wie Julia Bangert kenne, immer noch so ein bisschen veränderungsoptimistisch. Und ich glaube halt, was wir dem entgegenstellen, und auch das hier ist eine Botschaft von Thomas Sattelberger mit mir damals zusammen, auf unserem letzten Event, dass wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich so etwas wie Hoffnungsnarrative, die den Veränderungsoptimismus, Christian, das habe ich jetzt spontan einfach mal bei Julia kopiert, die einfach den Veränderungsoptimismus stärken. Dass wir also jetzt nicht in die Falle fallen und sagen, es wird immer schlimmer und wir können nichts tun, sondern überlegen, was könnten denn die Alternativen sein. Selbst Trump in seiner dunklen Natur hat da mit American Great Again versucht, etwas darzustellen, also als Zielbild. Macron mit der Startup Nation, die Chinesen mit der neuen Seidenstraße. Und gerade da ist immer die Frage, was ist da eigentlich letztendlich in Deutschland ein potenzielles politisches Narrativ? Gleich komme ich dazu, was das auch eigentlich mit DATEV zu tun hat. Denn das, was hier jetzt gerade in so einer Serie von Handelsblattbeiträgen thematisiert wird, nämlich so ein Narrativ, Deutschland bricht auf zu New Spaces. Und das ist einerseits Raumfahrt, aber das sind auch zum Beispiel neue Räume der Innovation in den Regionen, an den Universitäten und Ähnliches. Der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen, dass der Thomas Sattelberger zurückgetreten ist und aber vorher natürlich Dinge geplant hat, wie die Förderung regionaler Innovationscluster und Ähnliches, um die Innovationsfähigkeit zu stützen. Diese Idee ist schon älter, wurde dann auch weiterentwickelt Richtung Wirtschaftswunder 2.0 und ich hatte dann die Freude, sagen wir mal, als Gesamtcluster mit ihm über die humane Marktwirtschaft in der sozialen Marktwirtschaft nachzudenken. Und das Spannende ist, jetzt sprechen wir über so einen ganz alten Begriff wie soziale Marktwirtschaft oder irgendwie so menschliches wie humane Marktwirtschaft. Wir sehen dafür, dass eigentlich die Ökosystemökonomie auf der Basis von Plattformen eigentlich die Chance dafür ist. Und leider ist der noch nicht veröffentlicht, kommt aber raus. Eigentlich sollte er morgen rauskommen. Vielleicht ahnt der eine oder andere, aber morgen ist nämlich die Feier der Revolution. Und darauf bezieht sich dieser Beitrag, der heißt nämlich, was ist der vierte Stand? Und der vierte Stand klammert eigentlich all diese Beiträge und sagt, wir brauchen eigentlich eine Ökosystem- und Plattformökonomie, damit wir diese anderen Ziele erreichen. Und Ökosystemökonomie heißt insbesondere, dass sich die Co-Kreativen vernetzen und in so einen Innovations- und Aufbruchsschub kommen. Und das quasi so als Klammernarrativ. Soweit sagen wir mal auf der politischen Ebene. Was hat das letztendlich jetzt mit DATEV zu tun? Also wenn man über Ökosysteme nachdenkt und über die Power of Ecosystems oder auch über die Ökonomie ko-kreativer Ökosysteme, da muss man sich eigentlich fragen, machen wir jetzt Öko, weil Öko so schön klingt, oder hat das irgendwie auch einen ökonomischen Vorteil? So, und gleich werde ich immer so ein bisschen meckern über die alte Logik, aber man muss schon sagen,
Die alte Logik hatte zum Beispiel die Ökonomie der Economy of Scales und Scope und ähnliches. Also insbesondere Effizienz und Massenskalierung ging damit besser. Die Ökosystemökonomie ist eher innovations-, transformationsorientiert und so weiter. Da ist Effizienz, weniger der Fokus, eher Excellence. Aber es hat halt dann Vorteile, dass es zum Beispiel zu einer besseren Zusammenarbeit kommt. Der Einzelne wird empowered und man schöpft viel besser die Synergiepotenziale des Netzwerks, der Partnerschaft aus, der Co-Kreation, weil es eben nicht mehr einzelne isolierte Silos gibt. Und diese Zusammenarbeit wirkt sich dann auch in dem, sagen wir mal, greater job to be done aus. Das heißt, die Lösungen werden dann auch besser, innovativer und zeitgemäßer. Das heißt, ein Aspekt wiederum auf das Einzelne betrachtet, Dinge werden personalisiert bis hin zur Mass Customization auf das einzelne Element. Sie werden besser kontextualisiert. Das Zweite ist aber, gerade durch Plattformen und Ökosysteme können auch viel besser integrierte, ganzheitliche Lösungen entstehen und man kann auch Lösungen viel ganzheitlicher übersehen, bis hin zu irgendwelchen Zyklusökonomien und ähnlichen Dingen. So, und all das, da ist die Plattform der digitale Zwingling, aber die zu dieser digitalen Zwilling gehört, dass die Ökosystemökonomie letztendlich als organisatorischer Zwilling. Ja. So, und in diese Power of Ecosystems, da kann man noch einen Wirkhebel reinbringen, wenn man schafft, sagen wir mal, auch durch einen größeren Rahmen die Potenziale des Ökosystems nochmal zu mobilisieren. Am Anfang stand eben so ein beim Artikel von Thomas Sattelberger der JFK-Moment. Und John F. Kennedy ist wegen zwei Zitaten, glaube ich, ganz bekannt geworden. Das eine ist, dass er gesagt hat, wir wollen nicht zum Mond fliegen, weil es so einfach ist, sondern wir fliegen zum Mond, weil es so eine Herausforderung ist und wir an der Herausforderung wachsen. Ja, und in gewisser Weise habe ich das jetzt mal umformuliert und habe gesagt, frag dich nicht nur, was du mit deinem Ökosystem und deinem Profit für dich und deinen Profit tun kannst und zum Beispiel deine Customer Experience und deine User Experience, da gehe ich gleich nochmal ein, sondern frag dich auch, sagen wir mal, wirksam, mächtiger, was vielleicht das größere Versprechen und die größere Performance ist oder der größere Job to be done. Und damit sind wir eigentlich auch jetzt quasi in dem Block bei dem, was ich letztendlich als neue Hoffnung bei der DATEV erhoffe und auch sicher morgen mit der Jutta besprechen werde. Also gerade nach dem Vortrag von Christian Bär ist klar, DATEV und das Ökosystem, das sind sicherlich gerechtfertigte Hoffnungsträger, dass die Software, die Cloud-Lösung und auch das Netzwerk an Lösungen im Portfolio zu einer immer besseren Customer Experience, User Experience für Steuerberater, Mandanten und so weiter führt. Ja. Und hier die Julia Banger trägt da übrigens unser Hoffnungsschwert, was wir immer in der Welt verschicken, um Hoffnungsträger auszuzeichnen. Und da kann man einen Haken dran machen. Aber das ist natürlich, wenn man jetzt über den Greater Performance nachdenkt oder Performance that matters more, muss man einfach sagen, da sind wir noch sehr stark in der Klassik. Und was meine Hoffnung tatsächlich ist, und die ist entstanden, gerade auch aus vielen Posts von der Julia, weshalb mir das auch besonders am Herzen lag, dass wir sie da so letztendlich positioniert haben, ist, dass man DATEV und das Ökosystem einen greater job oder eine performance that matters more definiert. Und Julia veröffentlicht ja immer wieder Videos, wo sie auch, finde ich sehr wichtig, nicht nur irgendwelche Narrative platziert, sondern vor allem Dinge kommentiert, detailliert herunterbricht. Und in einem dieser Videos zum Beispiel war dann auch die Botschaft, eigentlich sollten wir als DATEV der Helfer in der Not sein. Und das kann man jetzt rein auf Software beziehen, aber wenn man es einfach mal losgelöst davon stehen sieht, dann glaube ich, könnte das jetzt tatsächlich eine neue Hoffnung sein, ein greater job, eine Performance, die noch wichtiger wäre. Wir haben ja am Anfang gezeigt, dass letztendlich Krise letztendlich nochmal eskaliert ist. Und hier könnte eigentlich die DATEV wie kein anderer quasi im Zentrum, das ist ein Bild, das ich auch von Christian Bär oder auch von der Jutta übernommen habe, im Zentrum dieses Ökosystems dazu dienen, letztendlich die ganze Potenziale dieses Netzwerks und eben nicht nur Technologieanbieter, auch Dienstleister, Wissensanbieter und so weiter bündeln, um Unternehmen hier zu unterstützen. Wenn das gelingt, dann kann DATEV gleichzeitig ein Leuchtturm sein für viele.
Ich würde nämlich jetzt gerade den Blick zurück und auch nach vorne etwas kürzen und einfach sagen, wir haben in der Vergangenheit uns überlegt, in den vergangenen zwei Camps, was eigentlich, wer gehört eigentlich zu so einem Ökosystem und wie wird da eigentlich zusammengearbeitet. Da gehe ich jetzt nur noch mal rückblendend ganz kurz auf. Wichtiger ist das größere Was und Warum. Also ganz kurz nochmal nur als Hinweis zur Einordnung des Ganzen, wer vielleicht bei frühen Camps nicht dabei war. Die Motivation ist in gewisser Weise die Taylorwanne von Woland. Der Dr. Woland hat immer gesagt, und da bin ich voll bei ihm, wir kommen in eine Zeit hinein, wo die alte Massenlogik und die tayloristische Industrie und die Adam-Smith-Ökonomie nicht mehr funktionieren, weil wir einfach eine höhere Komplexität, höhere Dynamik, so wie wir es eben gesagt haben, und da müssen Unternehmen sich neu ausrichten. Neu ausrichten heißt halt in dem Fall, die klassische Value Chain, die Prozesskette, die Silos, die effizienzgetrimmten Prozesse und Standardleistungen werden abgelöst durch Räume neuer Co-Kreation, neuer Transformation. Und die Silos werden eigentlich eher übergreifend durch solche fluiden Netzwerke gebündelt. Und was heißt das jetzt, wenn man diesen Wirkmechanismus sieht, wir haben nur über den Wirkmechanismus, was heißt das letztendlich im Ergebnis? Und im Ergebnis heißt es halt tatsächlich, wir haben die Chance, in einer ganz neuen Wirkmächtigkeit eben vom Produkt wegzugehen, auch von den Services, ganz neue Jobs to be done für unsere Kunden zu lösen. Und damit haben wir auch die Möglichkeit, weit über Profit hinaus, sagen wir mal auch, so wie Strucker Forum dies nennt, ja nennt, Performance that matters zu schaffen. Ja. Und hier haben wir ja schon mal gezeigt, was dafür die Wirkhebel sein wird. Was ich hier nochmal betone ist, diese Ökonomie wird anders funktionieren. Hier ist mal so eine historische, das kann man sicherlich kritisieren, aber hier ist mal so eine historische Abfolge von der reinen Adam Smith, Ford, Taylor Ökonomie. Adam Smith hat ja nichts anderes gesagt, als dass unsere Ökonomie besteht aus komplementären Egoismen. Der Bäcker backt nicht, weil er so gerne Brötchen backen möchte, sondern weil er damit Geld verdient. Das hat sich mit der Internet-Ökonomie nicht so verändert. Dann allerdings kam die Social Economy, so ein bisschen sozialer Zuckerguss und die Plattform. Und in the long run, glaube ich, wird in der Ökonomie das Thema Kollaboration, Eco, und ich habe jetzt mal provokative Liebe geschrieben, einfach mit einer Rolle spielen. So, das klingt jetzt gut, aber das heißt, in Zukunft müssen wir eigentlich immer nicht nur Ego und Eco und Liebe und Profit, sondern wir müssen eigentlich die ganze Maslow'sche Pyramide letztendlich berücksichtigen. Ja. So, und das ist halt insofern problematisch, wenn wir jetzt in Ökosystem denken und wir jetzt hier an Simon Sinek denken, an hier seinen goldenen Zirkel, wo wir sagen, wir müssen nicht nur über How und What nachdenken, wir müssen auch über dieses Why nachdenken, genau über diese Pyramide. Und dann hier zum Beispiel von Stefan Grabmeier ergänzen, dass er gesagt hat, eigentlich dieses Why, diesen Purpose, dieses Greater Performance, das müssen wir jetzt nicht nur individuell und organisational, sondern gesellschaftlich überdenken. Dann haben wir hier ein großes Thema, eine große Herausforderung. Die einfache Logik der alten Ökonomie wird wesentlich komplexer. Ja, also das heißt, man hat nicht mehr einfach nur Transaktionen und Kontrakte, so wie es früher war, sondern man muss jetzt gucken, dass man auf verschiedenen Ebenen Menschen auch mobilisiert, engagiert, bekommt und so weiter. Und das sind halt Menschen, die nicht nur unbedingt Teil der eigenen Organisation sind. So, und ein wichtiger Ausdruck dafür ist hier so der Sweet Pot nach McKinsey oder auch der Stefan Grabmeier. Da sagt man halt, Unternehmen und Mitarbeiter müssen gucken, dass sie in Alignment, die müssen letztendlich in Übereinstimmung kommen, was ihren Purpose angeht, zumindest ihren geteilten Purpose. Ich halte das für unterkomplex und eigentlich wollte ich jetzt hier mal lange über dieses Modell drüber sprechen, aber was ich kurz dazu sagen kann, ist Folgendes. Ich glaube, wenn man letztendlich ein Ökosystem immer mehr von der alten ökonomischen Logik des Win-and-Wins von komplementären Egoismen in so eine andere Logik hineinbringen muss, dann muss man sich eigentlich jeden der Akteure, also ausgehend vom initialen Why, muss man sich jeden dieser Akteure einerseits als Customer, andererseits als Partner vorstellen. Also Customer und Partner sind hier nicht verschiedene Personen, das sind verschiedene Perspektiven. So, da muss man bei jedem beleuchten, was hat er als Customer für Mehrwerte, was bringt er als Partner für Engagement ein und wie sieht die Nettobilanz aus. Und wichtig ist, so ein Ökosystem funktioniert nur, wenn auf den verschiedensten Ebenen in der Summation es für jeden Partner passt und am Schluss letztendlich in Einklang das gebracht werden kann. Ja. Also zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich will aber, dass unsere Softwarelösungen alle grün sind und nicht blau und man ihn nicht anders zufriedenstellt, erhöht man einfach sein Gehalt.
Also so einfach geht es nicht, aber das ist so etwas, wo man einfach sagt, man analysiert das Why, man analysiert für jeden, for whom macht man eigentlich etwas, mit wem macht man etwas. Und dann überlegt man anhand der Value Propositions und anhand der Formen der Prozesse und Zusammenarbeit, kriegt man da ein Fit, sodass am Schluss alle glücklich sind in diesem. Oder wie auf Folien von Jutta morgen stehen wird, wirklich ein Mehrwert für alle aus der Synergie im Netzwerk entsteht. Ja. So, und hier mal nur ein ganz kleines Beispiel, wie man da zum Beispiel auch manchmal Engpässe beseitigt, die ich selber mitbekommen habe. Ganz lange wollte hier zum Beispiel eine Company, ein CRM-Anbieter, Cobra, eigentlich oder wurde immer wieder von Kunden angesprochen, sich stärker letztendlich anzudocken an die Datenwelt. Ja. So, aber das war dann unheimlich komplex und deswegen hat man das letztendlich gemieden. Und was war da die Lösung, die jetzt von den Partnern dann selbst gefunden worden ist? Dass man letztendlich einen Datev-Partner, hier Lanus, gefunden hat, der einfach eine hohe Kompetenz hat und plötzlich klappte diese Brücke und man hat quasi dieses Netzwerk jetzt dann auch erweitert um einen weiteren Player, also die grüne Welt verbunden mit der blauen Welt, hier durch die rote Welt. Und das zeigt zum Beispiel auch, dass man so ein Ökosystem wie Architektur der Partner ganz bewusst gestalten muss. Also es muss nicht nur Softwarepartner geben, es muss zum Beispiel Integrations- oder Koppelpartner geben. Und wenn man das noch größere Bild macht und sagt, wir wollen nicht nur die Dativ Cloud sein, sondern wir wollen eigentlich wirklich als Hub Helfer in der Not sein, dann wird das natürlich noch eine viel komplexere Aufgabe. Also das heißt, I have a dream für Dativ, aber ich weiß nicht, ob es am Ende realistisch ist. So weit, so kurz.